Heute machen wir wieder 10 Glow-Up-Tipps für dich und einige von denen kannst du sogar jetzt, direkt in 5 Minuten, nachdem du dieses Video geschaut hast, machen. Es ist wieder ein neues Jahr und wir brauchen ein Glow-Up. Warum brauchen wir ein Glow-Up? Nicht, weil wir jetzt gerade hässlich und doof und scheiße und sonst was sind, sondern weil wir uns besser fühlen wollen. Weil wir ein neues Leben wollen. Wir wollen so neue Gefühle und alles soll ein bisschen lockerer und besser und einfacher sein. Und das kriegt man nur hin, wenn man selber so ein Glow-Up macht. Und hier kommen meine 10 besten Tricks. Wir fangen direkt mit dem ersten an und zwar That Girl. Ich muss euch jetzt alle erstmal einmal runterholen, um euch wieder hochzuholen. Es gibt einen gewissen Beauty-Standard in Deutschland, in der westlichen Welt. Es gibt in jedem Bereich auf dieser Welt einen Beauty-Standard. Und wenn du zu dem nicht zählst, dann zählst du automatisch zu den Typen Menschen. Das denken auch viele Menschen. Viele machen OPs und sonst was, um dementsprechend auszusehen. Nichts daran ist verwerflich, das ist einfach nur etwas, das ist so ein Mindfuck. An sich gibt es kein Schönheitsideal, weil Schönheit ist so subjektiv. Etwas, was ich schön finde, kann sein, dass du das absolut hässlich findest. Und das ist auch gut so. Deswegen ist es so schwierig, wenn man über Schönheitsideale spricht und Schönheit im eigentlichen Sinne, weil alles ist subjektiv. Die einen finden das schön, die anderen finden das schön. Du lebst halt jetzt in einer Welt und in einem Land und in einem Gebiet, wo es einen bestimmten Beauty-Standard gibt und andere Menschen leben in einem anderen Land, wo es ein anderes gibt. Wenn man sich das klar macht, dann erkennt man auch, dass man selber gar nicht hässlicher ist, sondern dass man eigentlich etwas Besonderes ist. Wenn du nicht komplett dem Beauty-Standard entsprichst, heißt das eigentlich, dass du exotisch bist und was Besonderes, weil etwas wird zum Beauty-Standard, wenn es in einer Gesellschaft sehr, sehr oft gesehen wird und davon wird dann das Beste rausgepickt. Das heißt, dich gibt es so in dieser Form gar nicht so oft hier. Und das macht dich wieder zu etwas Besonderem, was dich von allen anderen Mädels da draußen unterscheidet. Und das musst du dir eigentlich klar machen. Nimm das, wovon du denkst, dass es eine Schwäche von dir ist und benutze es als deine Stärke, weil nicht jeder besitzt diese Schwäche. Ich will einfach, dass ihr euer Denken ein bisschen verändert, wenn ihr an That Girl oder dieses Clean Girl Aesthetic und sonst was, diese ganzen Begriffe, wenn ihr die hört, dass ihr einfach nur im Kopf behaltet, das ist ein Trend. Aber du bist kein Trend, du bist ein menschliches Wesen, du bist ein lebendes, atmendes Wesen. Du kannst froh sein, dass du in Deutschland lebst, du kannst froh sein, dass du hier bist und nicht in anderen Gebieten, wo sonst was passiert und Kriege herrschen. Chill mal eine Runde, setz dich hin, sei froh darüber, was du hier für Möglichkeiten hast. Genieß einfach auch mal, dass du anders bist. Und anders zu sein heißt nicht unbedingt, dass du hässlich bist. Das will dir nur jeder einreden, damit du irgendwelche scheiß Produkte kaufst. Aber ist nicht der Fall. Du bist nicht hässlich, du bist einfach nur anders. Glow-Up-Tipp Nummer 2. Und das ist so ein Random-Tipp eigentlich. Aber ich mache den immer und ich werde immer darauf angesprochen. Das ist, wenn du deine Zähne putzt, dann putzt auch direkt deine Lippen dabei. Ich habe so eine elektrische Zahnbürste. Ich werde euch die auf jeden Fall unten verlinken. Das ist meine Lieblingszahnbürste. Ihr nehmt diese Zahnbürste, putzt einfach ganz normal eure Zähne und ganz zum Schluss macht ihr mit so einem Rest Zahnpasta, whatever, ihr könnt Zahnpasta auch komplett wegmachen, das ist euch überlassen, geht ihr noch einmal über eure Lippen. Nicht zu hart draufdrücken. Das könnt ihr jeden Abend und jeden Morgen machen und ihr habt dann so richtig weiche Lippen, dann Labello Lipgloss und dann muah, perfekt. Tipp Nummer 3. Eiswürfel zum Depuffen. Mir fällt das Wort für Depuffen gerade nicht im Deutschen ein. Es geht eigentlich darum, dass du Eiswürfel nimmst, die auf dein Gesicht hältst. Ich mache so Kamille-Eiswürfel sehr, sehr gerne. Dafür nehme ich Kamillentee, koche den auf, tue ich den in diese Behälter, dass ich das so ein bisschen abkühle und dann tue ich das wohl. Man kann es auch direkt in die Kühltruhe tun. Scheiß auf den Zwischenschritt. Tue es direkt in die Kühltruhe, dann hast du so Kamille noch dabei und die nehme ich, wenn ich so richtig, richtig miesen Montag habe und mache die so über mein Gesicht. Ganz wichtig, achtet darauf, dass ihr nicht so lange drauf haltet, bis ihr eine Verbrennung kriegt vom Eis. Hilft auch bei den Beinen. Im Sommer mache ich das auch manchmal so hier. Oh. Shit, jetzt habe ich euch gezeigt, was ich anhabe, ne? Ich habe keine Hosen an, wenn ich YouTube-Videos drehe, weil ihr seht ja eh nur oben. Wen juckt's wirklich, egal. Auf jeden Fall mache ich das auch hier manchmal gerne mit den Eiswürfeln. Dann nehme ich einfach größere Eiswürfelbehälter. Kurz vorm Schwimmen gehen oder sonst was mache ich so das drauf und dann sieht die Haut frisch aus, geil aus. Nice, nächster Tipp. Tipp Nummer 4. Hol dir eine Föhnbürste. Ich habe eine Föhnbürste, die ist 15 Jahre alt. Die habe ich geklaut von Alis Schwester, weil ich die so geil fand. Da ich mir so, that's mine. Hab die da mitgenommen einfach und seitdem nicht mehr zurückgebracht. Ich glaube, die weiß gar nicht, dass ich die habe. Auf jeden Fall, holt euch eine Föhnbürste. Ich werde euch drei Alternativen hier in die Bio packen. Wenn du nicht vom Dyson Airwrap gehört hast, also
Herzlichen Glückwunsch, dann bist du in einer anderen Realität, als ich sie lebe. Meine Schwester hat den. Krankes Teil. Krankes Teil. Ich habe keinen Dyson Airwrap. Ich habe einen normalen von Amazon. Ich werde euch den verlinken. Mega geil. Hier ein bisschen rein. Boom, boom, boom. Geht in 15 Minuten. Ist das schnellste, wie man seine Haare machen kann. Also würde ich euch nur empfehlen, holt euch eine Föhnbürste, die verändert euer Leben. Fünftens. Glowsticks. Glowsticks sind eigentlich nichts anderes als Highlighter. Ich werde euch meine Favoriten wieder hier in die Bio packen. Oh shit, warte, wo ist denn meiner? Ich wollte euch gerade meinen holen, aber der ist bei meiner Freundin liegen geblieben, weil wir uns das letzte Mal fertig gemacht haben für eine Party. Auf jeden Fall würde ich euch einen Glowstick empfehlen. Das ist ein Highlighter in Form von einem Stick. Also es gibt ja auch so Flüssig-Highlighter, davon habe ich auch ein paar. Da tue ich auch noch die Empfehlung rein. Da gibt es auch ein paar richtig, richtig nice. Die würde ich euch empfehlen. Das würde ich auch immer in der Tasche behalten, weil das ist so ganz kurz und dann so. Und dann seid ihr good to go. Tipp Nummer 6. Sei High Maintenance, um Low Maintenance zu sein. Girlies, ihr denkt doch nicht wirklich, That Girl zu sein, Clean Girl zu sein, ist so einfach. Das ist voll anstrengend, das ist voll zeitaufwendig und es sieht nur so einfach aus. Das Geheimnis an diesen ganzen Looks ist ja einfach nur, dass es einfach aussieht. Aber an sich ist das voll viel Arbeit, also für faule Mädchen ist das nichts. Wenn du ein bisschen mehr Zeit aufbringen willst und sagst, weißt du was, ich will ein bisschen mehr Arbeit da, dann am Ende habe ich weniger Arbeit. Nägel machen, ich habe selber keine Nägel, weil ich als Modedesignerin arbeite und ich brauche meine Nägel immer so zum Fühlen und sonst was, weil sonst finde ich das voll nervig. Aber wenn du sagst, hey, Nägel voll wichtig, mach die Gelnägel einmal im Monat. Das kostet ein bisschen mehr, es ist einmal im Monat musst du das auf jeden Fall updaten, aber dafür bist du den gesamten Monat Low Maintenance, weil deine Nägel sind gemacht. Das gleiche gilt für Haare, Extensions. Du kannst sie klippen, du kannst sie aber auch welche beim Friseur reinmachen lassen. Ich habe Clips drin, weil ich den Unterschied einfach mag. Einmal kurze Haare, einmal lange Haare. Also das ist aber auch euch überlassen. Meine Extensions verlinke ich euch auch, weil ich weiß, ihr werdet fragen. Das nächste ist Brow Laminating. Das sind alles so Sachen, die sind so High Maintenance. Das muss man einmal im Monat mindestens machen, aber ihr habt den Rest des Monats Ruhe, ihr habt Eyelash Extensions, Lip Filler, sonst was. Also das sind so Sachen, die sind High Maintenance, aber im Grunde sind sie danach Low Maintenance, weil ihr es danach nicht mehr anmalen müsst, anders verändern müsst. Jetzt wieder die Frage, oh mein Gott, müssen wir uns verändern, um schön zu sein und dies und das und bla bla. Nee, müssen wir nicht. Müssen wir echt nicht. Aber wenn du dieses Video angeklickt hast, dann willst du es ja verändern. Jeder, der dieses Video angeklickt hat, will ja irgendwie wissen, wie man That Girl wird. Meine Batterie ist gerade leer gegangen, deswegen machen wir weiter mit dem 7. Punkt und das ist Step by Step. Ich weiß, wir sind mega, mega ungeduldige Wesen. Das ist einfach unsere Natur als Menschen. Aber es gibt einfach eine Realität, der müssen wir uns stellen, dass Dinge nicht über Nacht passieren. Es ist nicht so, dass du über Nacht Dinge verändern kannst, die du über Jahre falsch oder anders gemacht hast. Deswegen gib dir einfach ein bisschen mehr Zeit, hab ein bisschen mehr Mitleid mit dir selbst, würde ich sagen. Einfach, dass du Rücksicht nimmst auf dich selbst. Das ist das Wichtigste. Achter Glow-Up-Tipp ist, startest du bei minus 1000. Was heißt, startest du bei minus 1000? Wenn du irgendein Trauma hast, irgendwie Geldprobleme, irgendwas stimmt nicht, dann bist du nicht auf dem gleichen Level wie Menschen, die diese Probleme nicht haben. Das heißt auch im gleichen Atemzug, du kannst dich nicht mit diesen Menschen vergleichen, du kannst dich nicht mit den Erfolgen von ihnen vergleichen, weil du bist nicht mal da. Wenn du überhaupt mal eine Baseline geschaffen hast, dann kannst du dich mit diesen Menschen vielleicht in irgendeiner Relation und das ganz objektiv, nicht mal subjektiv, vergleichen, weil du kannst dich eigentlich nur vergleichen mit deinem alten Selbst, nie mit anderen Menschen, weil du weißt nie, wie dieser Mensch zu diesem Punkt gekommen ist, ob dieser Mensch reiche Eltern hatte, ob dieser Mensch total gute Genetik hat, was seinen Körper angeht, ob dieser Mensch so geboren wurde, so operiert ist, was für Charakterzüge dieser Mensch hat. Du hast eigentlich gar keine Information, um darüber urteilen zu können, dass du quasi schlechter bist als dieser Mensch, weil du hast keine Ahnung, wer dieser Mensch ist. Du kennst nur dich selbst, du kennst nur dich von früher und dich jetzt. Und das ist der einzige Vergleich, den du zulassen solltest, weil alles andere ist Bullshit. Womit vergleichst du dich? Mit Menschen und mit Dingen und mit Situationen, von denen du nicht mal das ganze Bild hast, nicht mal die ganzen Infos hast und dann vergleichst du dich damit? Das ist total bescheuert. Das ist ja wie im Matheunterricht, da hast du nur eine Teilaufgabe, aber du sollst die komplette Klausur lösen. Das funktioniert nicht, wenn du nur eine Teilaufgabe kennst. Nummer 9. Gut riechen. Leute, ihr unterschätzt gut zu riechen. Das heißt nicht ein krasses Parfüm
oder das teuerste, das beste, bla. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, eine normale Hygiene zu haben. Zu duschen, in der Dusche sich ordentlich sauber zu machen, nach der Dusche sich ordentlich abzutrocknen, danach die richtige Unterwäsche anzuziehen, wenn überhaupt Unterwäsche getragen werden muss, weil in vielen Situationen ist es auch besser, keine Unterwäsche zu tragen. Darüber können wir auch mal ein Video machen, falls ihr interessiert daran seid. Kommentiert es einfach. Es geht darum, dass viele Menschen gar nicht wissen, wie man sich richtig pflegt und dann versuchen mit Parfüm das alles voll zu klatschen. Aber das Problem ist nicht das Parfüm, sondern der eigentliche Geruch und die eigentliche Hygiene. Also die richtige Hygiene ist ganz, ganz wichtig. Fang an, gut zu riechen. Das heißt aber nicht unbedingt Parfüm. Und Nummer 10 zu deinem fucking motherfucking Glow-Up. Plastic Surgery. Wir tun doch jetzt nicht so, als ob diese ganzen wunderschönen, exorbitant geil aussehenden Menschen von Anfang an so aussahen. Vielleicht 0,0,0001% von denen sehen so aus, aber alle anderen haben sich helfen lassen. Alle anderen haben einen Personal Trainer. Alle anderen haben die beste Ernährung der Welt. Das sind Ernährungspläne, die werden extra auf die DNA von diesen Menschen zugeschnitten. Nannies, die haben Leute, die für die arbeiten, in der Zeit, wo sie selber arbeiten. Ihr könnt das doch gar nicht vergleichen mit diesen Menschen. Wenn ihr euch denkt, boah, warum ist die so hübsch, warum hat die so alles, was ich auch haben will und wie ist das Leben so einfach bei ihr? Ja, Bro, die hat Hilfe. Alleine könnte sie das so nicht schaffen. Nicht, weil sie eine Frau ist, nicht, weil sie weiblich ist, nicht Disney. Nein, weil das nicht menschlich ist. Ein Mensch alleine kann nicht etwas tun, wozu du fast ein Dorf brauchst. Die Leute sehen nicht so aus von Anfang an. Die haben auch ihren Glow-Up bekommen. Sei es durch Operationen oder durch andere Dinge. Aber es ist ein gewisser Schritt passiert, dass sie sich entwickelt haben. Wenn man sich an anderen Leuten misst und diese ganzen Schönheits-OPs auch vergisst. Es geht nicht nur um Schönheits-OPs, sondern auch andere Eingriffe. Alleine eine Blondierung, sich auf die Haare zu machen, ist künstlich. Daran ist ja nichts, was natürlich ist. Nicht schlimm, dass das nicht natürlich ist. Wir müssen uns halt nur klar machen, dass das nicht natürlich ist. Und jetzt kann man auch sagen, oh, warum verändern wir das? Diese? Wir Menschen verändern den ganzen Tag alles. Wir verändern alles um uns herum. Natürlich verändern wir auch uns selbst. Das ist eine natürliche Neugier, die der Mensch hat. Plastic Surgery ist so ein Punkt, das zählt zum Glow-Up von vielen Menschen dazu. Das dürft ihr nicht vergessen. Ich sage jetzt nicht, geh raus und mach den Bootjob. Das ist nicht die Message, die ich hier verteilen will. Sondern einfach, mach dir bewusst, dass viele Menschen, die du gerade anhimmelst, diverse Eingriffe hatten, diverse Dinge schon gemacht haben, von denen du nicht mal weißt. Ja, und das war's jetzt mit den Glow-Up-Tipps für diese Woche. 10 Stück haben wir reingeballert. Bam, 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 bam. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr konntet was davon mitnehmen. Und schreibt mir gerne eure Meinung zu den Glow-Up-Tipps, die ich euch gegeben habe. Ob ihr schon welche ausprobiert habt. Es gibt hier kein Gatekeeping. Wir teilen unsere Tipps. Wir teilen alles. Also gerne in die Kommentare auch eure Glow-Up-Tipps. Ja, Mama. Sag mal Hi. Ganz, ganz viele Kommentare. Ich freue mich immer, wenn ich eure Kommentare habe. Doch, dem geht's so gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lieb euch alle und bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, euch auch meine anderen Videos auf dem Channel anzugucken. Also.